Ich spiele heute Martha is Dead und ich musste tatsächlich einmal nachschauen, was dieses Spiel eigentlich ist, denn ich erinnere mich, dass ich das vorbestellt habe, weil ich etwa 10 Sekunden Videomaterial gesehen habe. Ich bin der Meinung, und es bestätigt sich ja auch irgendwie, da war eine Frau, die hat Fotos gemacht oder sowas, und das hat mich irgendwie in dem Moment so überzeugt. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß gar nichts, aber es war plötzlich da und dann dachte ich, spiele ich das doch mal. Ich weiß, alle spielen jetzt Elden Ring. Elden Ring habe ich auch, werde ich auch aufnehmen. Aber für Elden Ring will ich mir wirklich ein bisschen Zeit nehmen. Ich glaube, dass Martha is Dead eher ein kurzes Spiel ist. Hoffe ich, ehrlich gesagt. Und bei Elden Ring will ich so richtig reinkommen und dann ein paar Stunden am Stück machen und so. Und hier, vielleicht kann ich da zwischendurch mal aufhören. Die Musik nervt mich jetzt schon, ehrlich gesagt. Aber wir schauen mal. Der linken Seite gerade noch sichtbar ist. Ja, das finde ich so korrekt. Leute, das Spiel wird für ein erwachsenes Publikum empfohlen und trägt die entsprechende Altersfreigabe. Da es sich um ein erzählerisches Drama für Erwachsene handelt, verwendet das Spiel künstlerische Interpretationen, die visuell beunruhigend sein und Unbehagen hervorrufen können. Menschliche Psyche, psychologische Traumata und Selbstschädigung. Leute, seid gewarnt. Ich weiß, das ist nur ein Spiel, aber man weiß ja nie. Alles klar. Ciao, ich bin Julia. Julia K. Gut, dass Sie da sind. Mich hat seit Ewigkeiten niemand mehr besucht. Es ist schon Jahre her. Ich muss Ihnen meine Geschichte erzählen, aber wo soll ich nur beginnen? Es ist so viel passiert. Ich sollte bei meiner Kindheit beginnen, aber ich erinnere mich nur sehr vage. Ich erinnere mich nur an den Sommer 1929. Als sie mich zu meinem Kindermädchen schickten. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Nein, kleiner Spatz, heute Abend nicht. Ein Nebel kommt auf, siehst du? Ja, ich weiß. Und wenn es neblig ist, tötet die Frau junge Mädchen. Aber warum ist sie so böse? Weißt du, Julia, Schmerz und Leid können uns dazu verleiten, böse Dinge zu tun, auch wenn wir eigentlich gute Menschen sind. Genau wie Soldaten, die andere Soldaten töten müssen. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Sie macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Bald bin ich auch eine junge Frau, dann könnte sie mich auch töten. Tötet sie auch die, die sie mögen? Natürlich nicht. Das beruhigt mich, weil ich sie mag. Aber was ist mit Martha? Wäre sie in Gefahr? Deine Schwester ist bei deiner Mutter, also mach dir keine Sorgen. Fehlen sie dir? Nein, ja, Martha fehlt mir ein bisschen. Aber ich verbringe gerne Zeit mit dir. Geh jetzt schlafen, kleiner Spatz. Es wird langsam spät. Ja, nein. Ich gehe schlafen und träume von der weißen Frau. War sie hübsch? Oh, sie war sehr hübsch, ja. Bildhübsch. Dann wird sie auch hübsch in meinen Träumen sein. Und werde ich auch so hübsch wie sie? Du wirst noch viel hübscher sein. Nanni, da die weiße Frau mir ja nichts tut, weil ich sie mag, und weil du keine junge Frau bist, kannst du mir ihre Geschichte erzählen, auch wenn es neblig ist. Bitte, oh bitte, 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 bitte. Danach schlafe ich ein. Versprochen. Na gut. Du setzt immer deinen Willen durch, du Schlitzohr. Ich
Ich habe Nanny geliebt. Und diese Geschichte. Sie klang mit jedem Mal faszinierender. Und immer wie neu. Ich habe Nanny jede Nacht darum gebeten, sie mir zu erzählen. Obwohl sie mir Angst gemacht hat. Selbst heute kann ich mich noch an jeden einzelnen Tag aus dieser Zeit erinnern. Und daran, wie glücklich ich war. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Sie freute sich auf einen Spaziergang mit ihrer großen Liebe am See und blickte auf den alten Baum, der auf der Seeinsel wuchs. All die Hoffnung und Sehnsucht. Doch es war der Tod, der sie erwartete, nicht ihre große Liebe. Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Und so wurde er auf der kleinen Insel mitten in dem See erhängt, wo er die Frau getötet hatte. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Der weißen Frau. In den Tiefen dieses Sees gefangen. Sie trauert bis in die Ewigkeit um den Verlust des Mannes, den sie so liebte. Die weiße Frau ist dafür bekannt, bei Nebel den See zu verlassen und durch die Wälder zu streifen, auf der Suche nach ihrer längst verlorenen Liebe. Im Nebel der Morgendämmerung behauptete schon so mancher Jäger, in der Ferne das Wehklagen einer Frau vernommen zu haben. Jedes Mal, wenn die traurige Erinnerung an die Nacht, in der sie ihr Leben verlor, in ihrer Seele hochkommt, nimmt sie einer jungen Frau das Leben. Indem sie einer solchen Jugend das Leben raubt, fühlt sich die weiße Frau, wenn auch nur für einen Augenblick, frei von der Schwere ihres Schmerzes. Gute Nacht, Nanny. Gute Nacht, Schatz. Ich habe fast 3 Jahre bei Nanny verbracht. Und als ich zurück nach Hause kam, habe ich schnell verlernt, glücklich zu sein. Meine Erinnerungen kehrten erst 15 Jahre später zurück, 1944. Während ich dort lebte, beschäftigte ich mich damit, im Wald am See Kameras aufzustellen. Mein Vater hatte ein Gerät gebaut, das man an die Kameras anschließen konnte. Damit konnte man in festgelegten Intervallen Fotos machen. Ich habe versucht, Tiere zu fotografieren. Und was es sonst noch so an diesem verdammten Ort gab. So. Da bin ich. Der See 1944. Auch im Zweiten Weltkrieg spielt das. Das wusste ich auch nicht. Ja, ich glaube, das habe ich gesehen hier. Film abrollen. Wie gut die Hände aussehen. Alte Filmrolle rausnehmen.
neuen Film reinlegen. Kamera zumachen. Film laden. Timer aktivieren. Gleich geschafft. Jetzt nur noch das Motiv fokussieren. Da schwimmt etwas auf dem Wasser. Vielleicht kann ich es durch die Kamera besser sehen. Was? Ah, jetzt verstehe ich. Ich muss ihm helfen. Ich war entsetzt über die Vorstellung, dass jemand in meinem See ertrunken sein könnte. Der See war meine Welt. Ich verbrachte dort den ganzen Tag mit Träumereien. Ich habe mich oft in Gedanken verloren, aber das war ein richtig böses Erwachen. Schlimm. Ich habe sofort gesehen, dass die Person eines meiner Kleider anhatte. Ich hatte Angst. Ich versuchte dann, diesen leblosen Körper so gut ich konnte ans Ufer zu zerren, ohne selbst zu ertrinken. Erst als ich ihn in meine Arme genommen hatte, wurde mir klar, um wen es sich handelte. Es war meine Schwester. Mein Zwilling. Ein Teil von mir. Tot. Ich war so verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich tun oder denken sollte. Ich muss ruhig bleiben. Martha ist nicht tot. Das kann nicht sein. Nicht wahr. Keine Panik. Es ist alles. Es wird gut. Martha, 26. Februar 1923. Ist alles okay? Bist du verletzt? Was machst du da? Los, Erich, lauf! Meine Eltern rannten auf mich zu und meine Mutter umarmte mich. Sie, die mich hasste, war zärtlich zu mir. Ihre Wärme erfüllte mich mit Kraft und der Schmerz wurde erträglicher. Ich fühlte mich geborgen. Martha, ist alles in Ordnung? Fragte sie mich ganz langsam, damit ich ihre Lippen lesen konnte. Sie dachte, ich sei taub. Sie dachte, ich wäre Martha. Ich wollte nicht, dass dieser Moment vorbeigeht. Also nickte ich leicht. Mir war nicht klar, dass ich etwas getan hatte, das unumkehrbar war.
musste nun so tun, als wäre ich Martha. Für immer. Beten ist sinnlos. Es ist nur ein Weg, sein Gewissen zu beruhigen. Man versucht, den Schmerz zu lindern. Aber ich will den Schmerz nicht lindern. Was würde denn dann noch übrig bleiben? Erich, hast du daran gedacht, die Kerzen im Flur anzuzünden? Die Leute kommen bald. Mama findet immer für jeden etwas zu tun. Bevor es losgeht, ich muss die Mauseinstellung ein bisschen schneller. Ich hatte wirklich nicht die Möglichkeit, das jetzt vorher zu machen, weil ihr habt ja gesehen, das waren alles Quicktime-Events quasi. Und deshalb hatte ich da nicht die Chance, das vorher zu machen. Papa muss am Boden zerstört sein. Er liebt mich. Ich habe es vermasselt. Und jetzt muss ich zusehen, wie er unter meinem Tod leidet. Ich kann zumindest die Kerzen für ihn anzünden und ihn im Schlaf etwas Trost finden lassen. Die Kerzen sind an? Ach, die hier. Ja, grafisch sind die Einstellungen alle auf Ultra. Die maximale Auflösung ist tatsächlich 1080. Also nur Full HD. Ich weiß auch nicht, das reicht natürlich bei jedem Spiel irgendwie, ehrlich gesagt. Wenn du fertig bist, kannst du bitte die Blumen holen oder Martha schicken, wenn du magst. Und Raytracing ist ebenfalls an. Nicht in einer Zeit wie dieser. Sie kann keine Sekunde stillsitzen. Papas Oboe. Wir bereiten ein schönes Duett zusammen vor. In den seltenen Momenten, in denen er zu Hause ist, versteht sich. Papa, Mama und meine Großeltern. Es ist schwer fassbar, dass Vater Soldat ist. Mama wäre besser geeignet, wenn sie keine Frau wäre. Diese Jagdgewehre gehören nicht Papa. Er ist nie auf die Jagd gegangen. Nanny muss sie hier gelassen haben. Wenn Mama nach was fragt, gibt es kein Entkommen. Dieser Maler war ein Freund von Opa. Ich habe seine Bilder immer geliebt. Als Kind habe ich sie stundenlang angesehen. Ein Telegrafenkasten. Ich weiß, wie man damit umgeht. Papa hat es mir beigebracht. Juli 1944. Unsere Familie ist in tiefer Trauer und denkt in dieser extrem schweren Zeit an euch. Ernesto E. und Familie. 17. Juli 1944. Wir sind im Herzen bei euch und teilen eure Trauer über den tragischen Verlust eurer geliebten Julia. Monsignor Attilio D. 17. Juli 1944. Kriegsministerium. Generaldirektor für Wehrpflichtige und Unteroffiziere. Wir trauern um euren plötzlichen Verlust und sprechen unser aufrichtiges Beileid aus. Oberstleutnant Berichterstatter. Ich gehe besser. Sonst wird sie noch ernsthaft böse. Ein altes Gemälde. Ich finde es so traurig. Es vermittelt mir ein Gefühl von tiefer Einsamkeit. Es gibt keinen Grund, das Telefon jetzt zu benutzen. Ich kann es nicht ausschalten. Wir müssen aufs Radio hören. Jegliche Nachricht und Ankündigung kann lebenswichtig sein. Ja, das ist ein bisschen frickelig mit der Maus. Ich glaube, das ist dann doch eher für Controller gemacht. Also nach rechts geht's nicht weiter.
Kann ich leider gerade nichts machen. Was zur Hölle? Für einen Moment dachte ich, ich hätte jemanden gesehen. Nein, nein, unmöglich. Es muss diese ganze Situation sein, die mich Dinge sehen lässt, die gar nicht existieren. Ja, grafisch ist das schon echt, also echt schön. Das gefällt mir sehr gut. Auch am Anfang das Gesicht und die Hände von ihr an der Kamera und so. Das macht schon was her. Hole dir die Blumen bei Mutter ab, bevor sie wieder sauer wird. Wo ist denn Mutter? Ah, ich kann auch ein bisschen schneller gehen. Das ist ja schon mal was. Mutter, ich bin unterwegs. Grazie. Hier muss immer alles perfekt sein. Wo sollen die denn hin? Ach da. Was ist hier los? Wer hat die Tür zugemacht? Worüber sprechen die? Du kannst nicht hier bleiben. Geh ins Bett. Nein, nein. Ich möchte bei meiner Tochter bleiben. Deine Tochter? Deine Tochter? Du hast noch eine Tochter. Die, die noch am Leben ist. Wovon redest du da, Irene? Julia ist tot. Was ist das denn für ein Gerede? Wie kannst du nur? Du solltest an Martha denken. Julia hat Martha wehgetan, das weißt du, oder? Und als wäre das nicht genug, hat sie sie auch noch allein gelassen. Die gleiche alte Geschichte. Alles ist immer Julias Schuld, nicht wahr? Sie ist schuld daran, dass Martha taub ist und du unfruchtbar bist. Glaubst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Julia ist tot, Irene. Tot! Jemand hat sie umgebracht. Ist dir das klar? Natürlich ist mir das klar. Hältst du mich für dumm? Keinem ist das klarer als mir. Sie hat immer nur Probleme gemacht. Es wäre besser gewesen, sie wäre gar nicht erst geboren worden. Du spinnst! Ich spinne? Ich? Jemals für dich tun konnte, war dir weh zu tun, Julia. Mein armes, süßes, verrücktes Mädchen. Was mache ich nur ohne dich? Wie soll ich jetzt weiterleben? All die Zeit, die ich mit dir verpasst habe. Aber ich bin jetzt zu Hause. Wir können zusammen angeln gehen, Schmetterlinge fotografieren. Nein, nein. Wir können gar nichts mehr zusammen unternehmen, oder? Gar nichts. Während angloamerikanische Bombenangriffe weiterhin die friedlichen Städte im Elsertal verwüsten, haben wir von einigen tragischen Nachrichten aus der Nähe von La Romola gehört. Die junge Tochter des deutschen Wehrmachtgenerals Erich K. wurde in der Nähe ihres Hauses ermordet. Welche Motivation könnte sich hinter solch einer feigen Tat verbergen? Das hoffen die Carabinieri, die sich der Angelegenheit sofort angenommen haben, herauszufinden.
Mutter schien nicht sonderlich unter der Situation zu leiden. Sie interessierte nur, wie schmerzhaft mein Tod für Martha war. Mich nicht mehr da zu haben, muss eine große Erleichterung für sie gewesen sein. Schließlich war es für alle besser, dass ich gestorben war. Und es war auch besser für mich, dass alle das dachten. Aber die Schuldgefühle begannen an mir zu nagen. Ich hatte furchtbare Albträume. Ganz klar, immer ich. Keine Frage. Was denn jetzt? Ah. Na? Ja. Ja, komm, ich geh zu Martha. Vergiss es. Na. Martha verlor ihre Seele. Ihre Identität.
Okay. Es war nur ein Traum. Ein schrecklicher Albtraum. Diese schreckliche Frau und das Gesicht meiner Schwester. Ich wünschte, das alles wäre nur ein Traum. Meine Schwester würde in ihrem Bett schlafen. Stattdessen ist das hier die Wirklichkeit. Und ihr Bett ist leer. Das sind Martha und ich beim Patronatsfest. Das war erst vor ein paar Monaten. Und jetzt... Martha wollte ein Bild von mir für diesen Rahmen. Sie wollte, dass ich eine meiner Grimassen schneide, die sie immer zum Lachen gebracht haben. Grimassen, die sie nicht nachmachen konnte. Sie hat immer gesagt, das seien die Gesichter meiner Seele. Kann ein Foto die Seele einfangen? Kann ich Marthas Seele einfangen? Das Zimmer. Boah, das sind aber gruselige Bilder. Gruselige Märchengeschichten. Alles wirkt in letzter Zeit irgendwie gruselig. Dabei ist hier alles so schön und hell. Es ruckelt zwischendurch so. Ich vermute, das liegt am Raytracing, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel nicht so super ideal optimiert ist. Und überhaupt bin ich der Meinung, Raytracing, die Welt ist noch nicht bereit. Sorry, Leute. Wenn ihr große Fans seid. Marthas Kleidung. Wenn ich sie trage, ist es, als wäre sie bei mir. Mama wird sich auch freuen, sie zu sehen. Oder ich könnte meine Kleidung aus dem anderen Kleiderschrank tragen. Noch mehr gruselige Märchen. Dies ist Marthas Schmuckkästchen. In ihm könnten Hinweise darauf sein, was passiert ist. Okay, verschlossen. Dafür gibt es dann also vielleicht nachher einen Schlüssel. Es ist ungefähr 9:30. Ungefähr? Ich würde sagen Punktlandung. Es ist der 18. Juli. 1944, Leute. Mein Schmuckkästchen ist immer verschlossen. Clevere Doppelzimmeraufteilung, finde ich. Beide haben Fenster. Oh, wie schön dieses Spiel ist, Leute. Sehr schön. Oh nein, wenn Mama dieses Foto sieht, wird sie es sofort wegwerfen. Lapo und ich, die Schmetterlingssammlung, die Papa für mich gemacht hat. Nanny kommt mich bald besuchen. Das bin ich mit Nanny. Oder vielleicht war es auch Martha. Niemand kann sich daran erinnern. Ich bin bereits angezogen. Das ist korrekt. Ich habe alles, was ich brauche, immer in meiner Tasche. Du hast die Tasche von Julia geöffnet. Hier findest du Gegenstände, die Julia immer bei sich trägt. So wie solche, die sie im Laufe des Spiels findet. Die Objekte sind unten links aufgelistet. Wähle ein Objekt auf, um verwenden oder zu analysieren. Versuche nur den Schlüssel Karte auszuwählen. Dann mache ich erstmal die Karte. Eieiei. Okay. Bäh. Der Schlüssel zu meinem Schmuckkästchen. Zu ihrem Schmuckkästchen, ja gut, aber gleicher Hersteller vielleicht auch hier. Das ist der falsche Schlüssel. Ja, ich hab's nur versucht. Ich hab schon verstanden. Ja, Leute. Come on.
Tagebuch. Juli 1944. Das ist ein neues Tagebuch. Wir sind heute hergezogen und ich habe mein altes Zuhause vergessen. Aber das ist kein Problem. Ein neues Kapitel in meinem Leben, ein neues Tagebuch. Sie sagen, sie haben uns zu unserer eigenen Sicherheit hergebracht. Papa, der Krieg und all die anderen Sachen. Nanny hat uns ihr Haus zur Verfügung gestellt und passt auf die Villa auf. Es ist seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Ich erinnere mich, dass Nanny mir oft das Märchen von der Frau vom See erzählt hat. Es ist eine der wenigen glücklichen Erinnerungen aus meiner Kindheit. Nanny ist leider nicht hier. Aber Martha ist da. Außerdem kann ich Lapu häufiger sehen. Das ist wunderbar. Er hängt hier immer herum. Mama ist zum Glück zu sehr damit beschäftigt, das Haus zu reparieren. Und hat keine Zeit, sich um mich zu kümmern. Zumindest momentan. 16. Juli 1944. Der Wald hat etwas Unheimliches an sich. Jedes Mal, wenn ich am See bin, habe ich ein seltsames Gefühl. Vielleicht ist es die Legende der weißen Frau, die mir Angst macht. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Erst spüre ich, dass jemand anwesend ist. Und dann habe ich das Gefühl, mir das nur einzubilden. Aber egal, ich will ein paar Aufnahmen machen. Ich habe keine Angst. Ich würde eher sagen, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe einige Dinge mit Martha ausgemacht. Sie kommt morgen mit mir an den See, um zwei neue Kameras mit Timern aufzustellen. Dann wollen wir sehen, was wir damit fotografieren. Natürlich erst nach einer kleinen Schwimmrunde. Um ehrlich zu sein, mag Martha Fotografie nicht so sehr. Und seit kurzem geht sie auch nicht mehr schwimmen. Aber sie verbringt gerne Zeit mit mir und ärgert mich. Wenn ihr dann langweilig wird, verschwindet sie in ihren Büchern und ich mache mein eigenes Ding. Es fühlt sich einfach richtig an, wenn wir zusammen sind. Okay, das heißt, wir sind erst vor 6 Tagen. Hä, ich komm schon. Wir sind quasi erst vor 6 Tagen hergezogen. Aufwecken. Ich schalte nur ihr Licht an. Dann weiß sie wenigstens, wenn sie aufwacht, dass sie fürs Frühstück nach unten kommen muss. Sie denken wirklich, ich sei Martha und könne sie nicht hören. Ich muss aufpassen, dass ich nicht rede. Sonst habe ich ernsthafte Schwierigkeiten. Also wir fassen kurz zusammen. Wir sind eigentlich Julia. Wir haben gerne fotografiert und waren gerade dabei, eine Kamera am See bei uns am Ort aufzustellen, um mit so einem Timer eben Tiere oder was auch immer zu fotografieren. Dabei haben wir gesehen, dass eine Leiche im See, den wir so sehr lieben, wo wir ständig sind, schwamm. Also haben wir die Leiche rausgeholt und haben gesehen, Mist, das ist unsere Zwillingsschwester Martha. Dann kamen die Eltern angerannt und sagten, Martha ist alles in Ordnung. Weil es ja Zwillinge sind, gingen sie davon aus, die noch lebt, ist Martha. Jetzt muss ich kurz überlegen. Und dann hat Martha ja geantwortet, obwohl sie ja taub sein sollte. Also Julia hat geantwortet als Martha. Weshalb die Eltern jetzt glauben, dass Julia tot ist und Martha die ist, die wir hier spielen, obwohl die, die wir hier spielen, Julia ist, die jetzt taub ist als Martha. Schön der Schnee ist. Leider schneit es ja nicht allzu oft. In unserem Haus mangelt es nicht an Bildern. Mama malt leidenschaftlich gerne. Aber an schönen Bildern mangelt es. Papa liebt diese Drucke von Florenz. Ich finde sie etwas traurig. Boah, hier ist es sehr ruckelig gerade. Was ist denn hier los? Halte Shift, um zu rennen. Wieso? Was? Boah, Leute.
kommt da plötzlich dieses Geruckel her? So. Wie viele Zimmer haben die denn alle? Als ich als Kind ein paar Jahre bei Nanny verbracht habe, war das mein Zimmer. Abgeschlossen. Seltsam. Warum haben sie mein Zimmer abgeschlossen? Aber man kriegt direkt Lust auf Urlaub, ne? So schön ein bisschen nach Italien. Das Familienwappen von Mama. Marthas Frühstück ist fertig. Wir können gehen. Okay, ja. Es wird langsam spät. Hast du die Zeitung für Martha dagelassen? Du weißt, wie gerne sie die liest. Ja, Irene. Sie liegt dort auf dem Tisch. Und die Kamera? Lässt du sie dort liegen? Ja, Irene. Kannst du sie noch ein paar Tage dort lassen? Macht es dir was aus? Sie war völlig übel. Ich werde sie bald weglegen, versprochen. Nur der Gedanke macht mich so traurig. Die Kamera dort zu sehen, ist als ob... Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Na gut, aber lass uns jetzt gehen. Wir haben zu viel zu tun. Wir können nicht den ganzen Tag hierbleiben und plaudern. Wieso haben Sie denn... Meine Mutter hat recht. Martha liest immer alles. Ich bin es, die jetzt stattdessen die Zeitung lesen wird. Sie werden den ganzen Tag unterwegs sein. Die Beerdigung vorzubereiten wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Und der Krieg macht alles noch viel komplizierter. In den nächsten Tagen werde ich sie wenig bis gar nicht zu Gesicht bekommen. Wieso haben die denn so einen Kölner dafür genommen, für den Vater als Synchronsprecher? Es ist so, ich habe vieles falsch gemacht. Hey, gut, bist du Jack oder was? Ich hab Martha immer gesagt, dass sie es tun würde. Ja. Im tiefen Winter schlief ich nicht am Feuer und Nanny wurde wütend. Willst du zu einem Stück Holzkohle werden, Julia? Kann ich schon nachvollziehen. So, Wärme von einem Feuer ist schon next level. Schokolade. Ein seltenes Privileg für Menschen in diesen Zeiten. Brutaler Mord in San Casciano. Julia K., Tochter einer angesehenen Familie, wurde in der Nähe ihres Hauses brutal ermordet. Die Carabinieri ermitteln. Ein mögliches politisches Motiv kommt ans Licht. Martha ist nicht der Politik oder dem Krieg zum Opfer gefallen. Sie wurde von etwas getötet, das viel naheliegender und doch viel weniger offensichtlich war. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Julia K. Erschüttert, aber vom Glauben gestützt, verkünden die Mutter Irene E. Vater Erich und Schwester Martha voller Trauer Julias Ableben. Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 20. Juli um 15.30 Uhr in La Romola. Es ist abgestürzt, Leute. Was geht ab? Ihr seht jetzt wahrscheinlich nur schwarz. Ich habe mich schon gedacht, was ist denn jetzt los? Ist einfach hier der Sound weg? Leute, ihr seid live dabei, hier wird nichts geschnitten. Tut mir leid. So, als ob ihr hier neben mir sitzt. So findet das hier statt. Was ich jetzt aber auf jeden Fall machen werde, ist Raytracing ausschalten. Ist es jetzt auch sehr gut. Denn was ihr jetzt nicht gesehen habt, ist, wenn man das Spiel auf Steam startet, hat man die Option, das Spiel normal zu starten, was als empfohlen dargestellt wird, oder so, dass man es nur mit RTX-Grafikkarten starten kann. Ich habe eine RTX 3080 hier, weshalb ich dachte, ja, warum nicht, kann ich machen. Aber wie ihr gesehen habt, es ruckelt immer noch, hat das leider nicht viel gebracht. So, tut mir leid, hier muss ich jetzt mal eben durchrennen. Müsst ihr selbst entscheiden, ob der Unterschied jetzt so riesig ist, aber... Okay, ja. Es wird langsam spät. Hast du die Zeitung für Martha dagelassen? Du weißt, wie gerne sie die liest. Ja, Irene.
Jetzt hört mal auf seinen kölschen Dialekt. Kannst du sie noch ein paar Tage dort lassen? Dort. Macht es dir was aus? Sie war früh hier. Ich werde sie bald weglegen. Bald. Soll. Aber lass uns jetzt gehen. Wir haben zu viel zu tun. Wir können nicht den ganzen Tag hierbleiben und plaudern. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ja, ich verstehe natürlich. Na gut, komm, bla bla. Immer alles. Ich bin es, die jetzt stattdessen die Zeitung lesen wird. Sie werden den ganzen Tag unterwegs sein. Die Beerdigung vorzubereiten wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Und der Krieg macht alles noch viel komplizierter. In den nächsten Tagen werde ich sie wenig bis gar nicht zu Gesicht bekommen. Jetzt die Frage, soll ich nochmal die Zeitung lesen oder stürzt es dann wieder ab? Falls es wieder abstürzt, kann ich es leider nicht spielen. Also dann muss ich auf den Patch warten oder so. Brutaler Mord in San Casciano. Julia K., Tochter einer angesehenen Familie, wurde in der Nähe ihres Hauses brutal ermordet. Die Carabinieri ermitteln. Ein mögliches politisches Motiv kommt ans Licht. Martha ist nicht der Politik oder dem Krieg zum Opfer gefallen. Sie wurde von etwas getötet, das viel naheliegender und doch viel weniger offensichtlich war. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Ein festes Bollwerk auch im Himmel. 159 Flugzeuge der deutschen Verteidigung in 24 Stunden abgeschossen. Russische Operation nordwestlich von Jassy. Feindlicher Konvoi im Mittelmeer verloren. Zwei Zerstörer und 6 Handelsschiffe versenkt. Julia K. Erschüttert, aber vom Glauben gestützt, verkünden die Mutter Irene E., Vater Erich und Schwester Martha voller Trauer Julias Ableben. Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 20. Juli um 15.30 Uhr in La Romola statt, ausgehend von der Villa der Verstorbenen. Erste Verbesserungen bei der Lebensmittelregistrierung. Die Brotrationen wurden ab dem 20. April um 50 Gramm pro Tag erhöht. Jeden Monat 1 Kilo mehr an Suppenzutaten. Reformen zur Behandlung von Bauern und eine unerwartete Verteilung von Marmelade. Mhm. Ja, wie ihr seht, es scheint am Raytracing gelegen zu haben. Nochmal kurz Schoko-Kommentar. Schokolade. Seltenes Privileg für Menschen in diesen Zeiten. Na? Für Julia, um viele weitere Fotos zu machen. Papa. Papa. Sagt ihr auch Papa? Oder sagt ihr Papa? Ich kann prüfen, ob die Kamera noch funktioniert, indem ich ein Foto mache. Ich könnte einen Spatz fotografieren. Warte mal. Gibt es davon total viele. Hier liegt doch Essen. Wieso sollte ich denn jetzt rausgehen? Butter, Marmelade und Kaffee. Marthas typisches Frühstück. Ich bevorzuge Honig und Milch. Aber ich werde mich ihrem Geschmack anpassen müssen. Offensichtlich. Lass doch mal kurz gucken erstmal, wie es hier ist. So schön. Oh. In der Nähe von Mäuerchen sein. Ich lege immer Krümel für sie hin. Könnt ihr das riechen? Das Knoblauchgeruch, der hier, wenn ihr da wärt, würde es nach Knoblauch riechen. Nach richtig, nach frischem Knoblauch. Die Zehen so an der Wand. Ach, come on, ihr habt keine Ahnung. Dies sind unsere Weinberge. Mein Vater liebte sie so sehr, dass er ständig Fotos von ihnen machte. Ach, wie gut das Spiel aussieht. Die Rahmen, Leute, guck mal, wie schön das ist. Ich habe Nanni gerne beim Kochen zugesehen. Ich habe dabei viele Techniken gelernt. Sehr schön. Sehr schön, das Spiel. Dantes Inferno von Doré. Was für fröhliche Bilder wir immer aufhängen. Immer Krieg, selbst auf Gemälden. Eines von Papas vielen Fotos. K.
keine Ahnung, wer diese anderen Leute sind. Diese Masken. Ich erinnere mich lebhaft an sie. Ich habe immer versucht, ihren Blicken zu entgehen. Alte Fotos, die Papa von diesem Haus gemacht hat. Bonzi. Am Tag des heiligen Alexis tobt der Kampf in der von angloamerikanischen Bombenangriffen geplagten Stadt. Unsere Signora del Carmelo, eine Kompanie des Fallschirmregiments, hat gestern einen Gegenangriff ausgeführt und die Franzosen zum Rückzug gezwungen, indem sie bis zum Piazza del Mercato vordringen konnte. Die Situation ist derzeit unter Kontrolle. Florenz, 15. Juli 1944. General Erich K. Gemäß unserer vorherigen Vereinbarung senden wir Ihnen militärisch verschlüsseltes Kommunikationsmaterial. Das Gerät muss versteckt und geheim bleiben. Heil. Feldmarschall Karl H. Wie darf man Hitler nicht sagen in Deutschland? Das hatten wir hier alles schon. Wir haben so ein Glück. In diesen schwierigen Zeiten sind die Vorratskammern leer und die Menschen hungern. Aber mit einem deutschen General als Vater ist das Essen niemals knapp. So, dann schauen wir mal, ob wir einen Spatzen finden. Ah, ich bin ja auch zu sehen. Ach, wie schön. Leute, ganz kurz. Urlaub, ein Zitronenbaum, sanfte Sonnenstrahlen am frühen Morgen. Ach, Leute. Ja, wieso gibt es eigentlich nicht den Urlaubssimulator? Können wir das mal einer verraten? Wo man einfach nur nichts macht, dafür Punkte bekommt und die dann irgendwo ausgeben kann? Dann kann man sich so ein Jeep mieten und dann fährt man da so rum. Soll ich da bis ran? Nee, ich nehme an, ich muss die Kamera nehmen. Du bist dabei, Julias Kamera zu benutzen. Es ist eine Rolleicord von 1940 mit 120 mm Film. Du wirst sie benutzen, um während des Spiels Fotos zu machen. Einige Fotos werden versteckte Elemente enthalten, die die Geschichte des Spiels voranbringen. Während du die Kamera hältst, erscheint ein Symbol, das Punkte von fotografischem Interesse zeigt. Dieses Symbol erscheint und wird deutlicher, je näher du dran bist. Versuche doch einfach... Drücke E, um die Kamera und alle montierten Zubehörteile zu sehen. Du hast noch keine Kameraskins freigeschaltet. Suche das Motiv, das du fotografieren möchtest und drücke E, um fortzufahren. Oder drücke E, um den Kameramodus zu beenden. Du bist dabei, dein erstes Bild aufzunehmen. Um die Simulation zu vereinfachen, zeigt die Bildvorschau die Einstellung an, während du diese an der Kamera veränderst. In der Realität wird das Bild des Suchers durch das Sekundärobjektiv gesteuert und reagiert nur auf den Fokus. Bereite dich auf dein erstes Bild vor. Wenn du stillstehst, kannst du die Einstellung, Kameradrehung, Neigung und Höhe vornehmen. Warte mal, was für ein Bild will ich denn haben? Rotation. Ja, Neigung.
Der Vogel soll nur so am Rand sein. Es soll in erster Linie nicht um den Vogel gehen. Das heißt, ich muss... Nee, muss ich nicht. Öffne das erweiterte Einstellungsfeld, um das Foto einzigartig zu machen. Verwende die Bedienelemente des Panels, um Fokus, Belichtung und Blende einzustellen. Drücke um zur Registerkarte Extras zu kommen, zu wechseln. Ja, mach ich doch. Mach das da. Hier findest du alle Erweiterungen für die Kamera. Du kannst verschiedene Objektive, Filter, Filme mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten und vieles mehr verwenden. Im Moment steht dir noch nur ein 100 ISO-Film zur Verfügung. Im Schießen des Fensters stellst du die Kamera ein und drückst dann Space. Ja, das ist irgendwie so... Na, ich finde den Baum da hinten schon ganz schön. So soll das geschehen. Du bist dabei, ein Foto zu machen, bei dem ein wichtiges Merkmal der Geschichte nicht richtig erfasst wurde. Kannst fortfahren, aber die Geschichte wird möglicherweise nicht vorgegriffen. Nein, ich mach, was ihr wollt, ja. Wie, es geht doch um den Vogel hier, oder nicht? Von Scharfstellen hat hier keiner was gesagt. Leute, verstehe ich was nicht? Also näher ran kann ich nicht. Hier ist eine Mauer. Da ist ein Vogel. Wieso lasst ihr mich das denn nicht machen? Merkwürdig. Glückwunsch, du hast dein erstes Foto geschossen. Du kannst im Laufe des Spiels so viele Fotos machen, wie du willst, aber denke daran, dass nur einige wenige für den Fortgang der Geschichte entscheidend sein werden. Später wirst du erfahren, wie du aufgenommen Fotos entwickeln kannst. Fortsetzen. Nicht possibile. Großartig. Rechte Maustaste übrigens. Ich habe das Bild gemacht. Jetzt geht es direkt in die Dunkelkammer im Keller, um es zu entwickeln. Oh, ich will lieber noch Urlaub machen. Oh, ist das schön, Leute. Papa ist seit kurzem General in der deutschen Armee. Früher hat er an der Front fotografiert. Aber jetzt gibt er stattdessen mir sein Material zum Fotografieren. Jetzt, da Martha weg ist, kann nur noch diese Kamera meine Ideen und Erinnerungen festhalten. Wie, ich kann Fahrrad benutzen? Ich darf nichts vergessen. Mein Fahrrad. Der Reifen ist wie immer ohne Luft. Eine Fahrradpumpe sollte das Problem lösen. Oh, diese Zitronenbaum, ne? Nee, jetzt mache ich erstmal Fotoentwicklung hier. Gebt mir die Chemikalien. Und dann gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Boah, was ist das denn für ein schönes Haus, Leute? Die könnte hilfreich sein. Okay. Mamas Nähmaschine. Sie lernte das Nähen, weil es sonst niemand nach ihrem Geschmack machen konnte. Mamas Medizin. Ob sie ihr wirklich helfen wird? Diesen Stoff kenne ich. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn jemals im Haus gesehen habe. Das Wein, Leute. Unser Wein. Papa ist sehr stolz auf ihn. Kurzwarengeschäft Lorenzini. 5 Meter grauer Baumwollstoff. 6 Meter weißer Leinenstoff. 4 Meter grüner Satin. Ausgeliefert am 5. Juni 1944. Im Falle eines Problems kontaktieren Sie uns unter der Nummer 6987. Und dieser rote Stoff hier? Er wurde nicht erwähnt. Könnte der auch von Mama sein? Oder könnte Nanny ihn hier gelassen haben? Papa hat hier seine Dunkelkammer eingerichtet.
Er fotografiert wegen seiner Arbeit nicht mehr. Aber die Fotografie ist immer noch seine wahre Leidenschaft. Ich darf die Dunkelkammer benutzen, wenn ich es möchte. Um ein Foto zu entwickeln, musst du zunächst den Vergrößerer verwenden. Der Vergrößerer ist ein optisches Gerät, mit dem du Fotopapier verarbeiten kannst. Nach der Aufnahme eines Fotos muss der Film in mehreren Schritten entwickelt werden. Dieser Aspekt wurde der Einfachheit halber weggelassen. Aber in Wirklichkeit sind die Schritte wie folgt. Der Film wird zunächst auf eine Spule aufgerollt und in einen kleinen Entwicklungstank gelegt. Dieser Tank wird dann in den Entwickler getaucht, gespült und anschließend in ein Stoppbad getaucht. Anschließend wird er erneut gewaschen, getrocknet und schließlich geschnitten. Du findest deine Filmrollen bereits entwickelt und fertig für Abzüge vor. Praktisch. Wähle das Bild, das du auf Papier übertragen möchtest. Ja, ich habe noch eins. Mit dem Vergrößerer kannst du die Fotos noch individueller gestalten. Du kannst wählen, welchen Teil des Papiers Bild zu sehen sein soll. Du kannst den Fokus einstellen. Und mit dem Rotfilter kannst du das Bild auf Papier projizieren und sehen, ob es zu belichten. Okay. Wenn die drei Kreise ausgerichtet sind, ist das Bild fokussiert. Wenn du das Bild nach der Ausrichtung immer noch unscharf siehst, hast du es wahrscheinlich so aufgenommen. Das ist aber frech. Spiel so lange mit der Einstellung, bis du zufrieden bist. Wenn du bereit bist, drücke Space, um fortzufahren. Wo ist denn der Vogel überhaupt? Ach da. Papier bewegen. Das mache ich. Vergrößerung. Ja, ich glaube, finde ich schon schön. Fokus. Wenn der Rotfilter entfernt wird, wird das Bild auf das Papier belichtet. Dieser Vorgang wird der Automatisierung beschleunigt im Vergleich zur Realität. Tauche das Papier in den Entwickler ein und das Bild erscheint. Um eine ideale Belichtung zu erreichen, nimm das Papier aus dem Entwickler, wenn der Timer im grünen Bereich ist. Wenn du das Papier zu früh oder zu spät herausnimmst, wird das Bild ruiniert und du musst es erneut entwickeln. Oh, spannend. Eieiei, Leute, werde ich das schaffen? Oh, Buja! In Wirklichkeit folgt auf das Eintauchen in den Entwickler ein Spülbad, ein Stoppbad und dann ein zweites Spülbad. Diese zusätzlichen Bäder wurden der Einfachheit halber übersprungen. Hier ist der Abzug des Bildes. Album aufbewahren, was... Die Kamera scheint perfekt zu funktionieren. Jetzt kann ich ein Foto mit Selbstauslöser für Marthas Rahmen machen. Ja, der Himmel bricht ein bisschen aus so, aber... Ja, come on. Schön. Man entwickelt Fotos mit drei Bädern. Das Entwicklungsbad, dann die erste Spülung und dann das Fixierbad. Die zweite Spülung erfolgt anschließend direkt im Spülbecken. So, was denn jetzt? Ich bin versehentlich auf Q gekommen. Was haben wir hier? Papa hat dieses Gerät letzte Woche herbringen lassen. Es ist alt, aber es funktioniert noch. Er hat Technik schon immer geliebt. So, dann wollen wir mal das Spatzenbild in den Fotorahmen legen. Wo ist es denn, Arthur? Hä? Leute, wo bin ich denn hier?
Wo ist denn das Album? Album. Sollte ich das nicht machen? Habe ich das falsch verstanden? Ich brauche ein Stativ und ein Selbstporträt machen. Ach so. Ich dachte, ich soll das Spatzenbild reinmachen, weil das ein Bild ist, was ich gemacht habe. Aber sie meint tatsächlich ein Bild von meinem Face. Ja, dann hole ich doch ein Stativ, Leute. Was ist los? Das wird ja wohl da unten rumlungern. Von Manfrotto natürlich, weil Italien. Wie dramatisch sie da immer reingeht. Steht hier eins rum? Ich vermute ja fast nicht, aber wie das Spiel ja auch bisher schon viele Dinge der Einfachheit halber macht. Vor allem braucht sie gleich ein Stativ. Da draußen ist doch eine Mauer, das kann sie doch nutzen, aber da haben wir es ja schon. Der Selbstauslöser ist eingerichtet. Der Einfachheit halber. Was ist das hier? Darf ich die Kamera nicht nehmen? Die bleibt jetzt da, oder was? Okay. Diese Werkbänke faszinieren mich. Ich würde gerne das Tischlerhandwerk erlernen. Hier hat der Mann von Nanny meine Puppen gemacht. Die Puppen, mit denen ich gespielt habe, wurden hier hergestellt. Das habe ich als Kind nicht gewusst. Sie haben mir immer erzählt, eine Fee hätte sie gebracht. Ich habe ihnen nicht wirklich geglaubt, aber der Gedanke war schön. Okay, ich glaube, hier vorne kann ich noch. Als ich klein war, kamen mir diese Fässer riesig vor. Ich dachte, ich könnte in einem von ihnen wohnen. Also kann man, glaube ich, auch. Die sind auch riesig. Ich weiß nicht, warum sie jetzt meint, dass es nicht mehr so ist. Wieder aufregend, ein Foto zu entwickeln. Ah, man kann es überspringen. Sieht man gar nichts. Und trotzdem ist etwas Unsichtbares auf dem schwarzen Film eingefangen. Eine Art Geist. Dieser unsichtbare Atem kehrt dann zurück, um die Realität zu enthüllen, aus der er gerissen wurde. Manche sagen, dass die Fotografie die Seele stiehlt oder einfängt. Karte nicht in Position. Deshalb hat man früher die Toten fotografiert. Aber heutzutage macht das fast niemand mehr. Auch wenn es nur ein Irrglaube ist, will ich Martha fotografieren. Ich will eine kleine Erinnerung an Martha bei mir haben. Aber ich muss es heimlich machen, sonst hält man mich für verrückt. Ja, 1A. Ja, das bin ich. Niemand konnte mich und Martha auseinanderhalten. Aber wir konnten unsere Unterschiede so klar erkennen. Es ist seltsam, dass das, was uns am meisten ausmacht, für niemanden sichtbar ist. Ich dachte zwanghaft an Martha und daran, was passiert war. Aber plötzlich übernahm ein Gedanke die Kontrolle. Die Erinnerung an diesen Tag am See wurde immer mehr wie ein Traum, da nach jedem Aufwachen das Bild davon immer mehr verblasst war. Waren die Erinnerungen nur ein Hirngespinst? War ich es, die meine Schwester verletzt hatte? Ich habe sie immer beneidet. Und jetzt hatte ich ihre Identität übernommen.
hatte schreckliche Gedanken. Ich beschloss, direkt zum See zu gehen, um die Filmrollen zu holen. Ich war mir sicher, dass sie eine andere Geschichte erzählen würden. Aber tief im Inneren hatte ich gehofft, dass sie meine schwindende Erinnerung bestätigen würden. Die Tür ist natürlich verschlossen. Wenn die Schlüssel nicht wie üblich am Schloss hängen, dann sind sie in Papas Arbeitszimmer. Wir leben jetzt in Angst. Meine Eltern lassen mich nach Marthas Tod nicht mehr. Was ist denn hier los? Also ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Leute, habe ich was verpasst? Die Selbstzweifel fressen mich auf. Also dieses Ruckeln hier zwischendurch, das ist schon... hallo. Oh, was haben wir denn hier? Das Feuerzeug kann auch auf Julias Tasche genutzt werden. Aus Julias Tasche genutzt werden. Hier ist der Kamerablitz. Jetzt kann ich Martha auch im Dunkeln fotografieren. Papas Sachen. Kriegskarten. Ich habe gehört, dass sich alles an dieser neuen Verteidigungslinie abspielen wird. Oh, schön. Ich glaube einfach, dass das Spiel so ist, dass es mir Aufgaben gibt. Dass ich sie nicht wecke, sonst lassen sie mich nicht aus dem Haus. Ach, die sind hier. Ach, die schlafen hier. Neben dem Gewehr. Mhm. Buonasera, Papa. Ich sollte es wirklich nicht riskieren. Wie? Ich mag es ihnen beim Schlafen zuzusehen. Es ist ihre einzige gemeinsame Zeit, während der sie sich nicht streiten. Ich dachte, ich soll einen Schlüssel holen. Leute, bin ich schwer von Begriff? Oder war nicht gerade die Aufgabe, ich soll ein Selbstporträt machen und das in diesen leeren Bilderrahmen machen? Und plötzlich springt es aber zur Nacht. Ich nehme an, die Erzählung ist einfach so, oder? Kamera ausbringen, die Kamera entwickelt, der Rahmen. Da habe ich scheinbar abgeschlossen. Finde den Schlüssel. Er könnte in Vaters Arbeitszimmer sein, sich unter dem Elternschlafzimmer befindet. Das sieht gut aus. Leute, ich hab doch gerade. Ich sag gar nichts mehr. Ist schon gut. Die Kamera kann mit einem Blitz auch in extrem, extrem dunklen Umgebungen. Hier ist sie. Ich dachte, die wäre oben. Ach ne, die Skins habe ich noch nicht. Machen wir mal so. Blitze. So. So. Natürlich dann umso körniger, aber... So ist okay, oder? Erledigt. Es ist schön, dich immer an meiner Seite zu haben. Auch wenn es nur ein Bild ist. So, soll ich das jetzt gleich...
Irgendwie bringe ich hier alle möglichen Sachen durcheinander. Hier hat es angefangen. Ich habe den Schlüssel besorgt, um hier rauszukommen. Und zwischendurch habe ich zufällig den Blitz gefunden. Ist das richtig? Und dann hat sie gesagt, ah, jetzt kann ich ja auch ein Bild von ihr machen. Wo ist denn mein Fahrrad? Vor allem, wo ist der See? Wir gehen einfach mal, ja, Leute? Normale Klamotten an. Ich hier. Es ist ziemlich dunkel im Wald. Ein Feuerzeug wird nicht ausreichen. So. Die Gaslampe wäre besser. Die Gaslampe? Haben wir eine bestimmte? Als ich klein war, hatte ich Angst vor Tieren. Ich habe mich ihnen nie allein genähert. Hier geht es scheinbar nicht weiter, da geht es wieder hoch. Ach Leute, wo ist denn jetzt die Gaslampe? Und wieso sagt sie mir das, wenn ich schon auf halber Strecke bin? Als wüsste sie nicht, dass es da unten dunkel ist. Es ist ziemlich dunkel im Wald. Ein Feuerzeug wird nicht ausreichen. Die Gaslampe wäre besser. Sie sagt auch die Gaslampe. Ach, die da. So, Leute. Dann will ich mal schauen, ob es hier jetzt lang geht, wenn man nach rechts geht. Kommt man hier durch? Da lang, genau. Kurz auf zu quatschen jetzt. Ich fühle, dass ich all das Leid spüren kann, für das ich verantwortlich bin. Es rückt mit jedem Schritt näher. Ich spüre, wie ein kalter Wind an mir vorbeizieht. Ich habe Martha verletzt. Je näher ich dem See komme, desto sicherer bin ich mir. Wie könnte es denn anders sein? Ich habe sie getötet, um die Liebe zu stehlen, die jeder nur für sie empfand. Konnte ich nur so etwas tun? Dunkel und unscharf. Ach man, ich dachte, das könnte man halt irgendwie so machen, dass es halt einfach dunkel ist. Immer noch zu dunkel. Ach, das geht, okay. Deutsche Soldaten. Papa hat angeordnet, dass in der Nähe des Hauses Patrouillen durchgeführt werden. Aber wie konnte dabei ein Helm verloren gegangen sein? Das weiß nur Gott. Ach, da ist der See. Ja, dann bin ich ja genau auf dem richtigen Weg. Kameras am See, die sind da jeweils.
nein! Blöde Lampe. Zum Glück habe ich noch mein Feuerzeug dabei. Okay, das war jetzt die weiße Frau. Die ist da lang gegangen, aber... Ja, ich muss dahin. Die wird eh noch 100 Mal auftauchen. Die Kameras sind irgendwo hier in der Nähe. Na, hier. Noch 2 Kameras. Was ist denn das da oben? So, jetzt geht's hier runter zum Fundort. Ich weiß nicht, ob man da direkt am Strand entlang gehen kann. Doch, sieht gut aus. Am Ufer natürlich ist kein Strand. Ja, ich weiß. Eine Kamera fehlt noch. Ah, das ist ein Haus da hinten, ne? Oder nicht? Ach hier, ach guck mal, da geht's plötzlich ohne Stativ. Ein Stofffetzen hier im Wald. Seltsam. Ich mache am besten erstmal nur ein Foto. Das war's. Ich hab sie alle. Die Filme werden mir helfen zu verstehen, was passiert ist. Nun sollte ich schnell heim, um sie zu entwickeln. Leute, die Mutter hat sie umgebracht. Ja, von der Nähmaschine. Die Mutter war so genervt. Dann hat sie die umgebracht. Macht das denn überhaupt Sinn? Wahrscheinlich. Schnell zurück. Ich hänge hier fest. Ach Leute, doch jetzt. Ja, das scheint mir hier so ein bisschen so eine Familientragödie zu werden. Zu sein. Wie sie auch gesagt hat, die Mutter war nicht sonderlich betroffen, was... Was? Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass sie nicht traurig ist oder so. Jeder Mensch geht anders mit Trauer um. Sie rennt von alleine, ich muss nur das Blickfeld steuern. Plötzlich sind wir im Albtraum. Space. Ja, das macht schon was her. Das sieht schon ordentlich aus. Das erinnert mich an diese Kirche in Tschechien, die innen komplett aus Schädeln und alten Knochen und so gemacht ist. Also die Säulen und so sind damit verziert und alles. Müsst ihr mal googeln. Tschechien Schädelkirche oder irgendwie so heißt die. Jetzt bin ich scheinbar auch wieder ein Kind. Denn ich bin sehr klein.
Leute, auf jeden Fall Albtraummaterial. Da haben sie nicht falsch gelegen, die Entwickler. Wieder ein Albtraum. Sie hat wieder meine Träume betreten. Vielleicht will sie nur mit mir reden. Was denke ich nur? Märchen, die wahr werden? Trotzdem spüre ich... Nein, 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 nein. So denkt nur eine Verrückte. Und das bin ich nicht. Verdammt, wo kommt das ganze Blut her? Es ist eigentlich noch nicht so weit. Das ist viel mehr als sonst. Was passiert mit mir? Folge ich Martha früher in den Tod als gedacht? Ich muss abwaschen und noch einige andere Dinge erledigen. Wenn ich krank werde, habe ich keine Zeit mehr dafür. Die Wahrheit wartet auf mich. Sie muss in diesen Filmrollen versteckt sein. Leute, und ob das wahr ist, was in diesen Filmrollen ist, ob das hilft, die Wahrheit zu entdecken, es ist alles sehr albtraumhaft, sehr symbolisch. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich da jetzt schon genau sagen würde, darum geht's und so weiter. Hier kann es jetzt irgendwie um eine Schwangerschaft gehen oder um ein verlorenes Kind und daraus ist irgendwas resultiert. Und werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich finde es wirklich richtig gut bisher. Ich habe am Anfang gedacht, dieses Filme entwickeln und Fotos machen ist mega kompliziert, aber das geht eigentlich total gut klar. Und es wird immer gruseliger, es wird immer derber. Also eine Leiche mit offenem Bauch und einem Baby drin, das ist schon harter Tobak. Und ich freue mich drauf. In der nächsten Folge geht's weiter mit Martha is dead oder Martha. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.